Ein Windstoß blähte ihr weites, lumpiges Kleid und es fror sie an den Beinen. Unter den Füßen spürte sie steinigen Boden. Eine Möwe schrie und eine zweite irgendwo über ihr antwortete. Luciente löste ihren Griff. Daheim und frei! Willst du den ganzen Tag mit geschlossenen Augen dastehen? Schau doch! Raumschiffe, Wolkenkratzer bis hinauf in die Stratosphäre, eine unterirdische, meilenweit in die Erde hineinreichende Maulwurfswelt, überdacht mit Glaskuppeln. Sie sträubte sich dagegen, diese Welt zu sehen. Stimmen aus der Ferne und ganz in der Nähe, Gelächter, Vögel, viele Vögel, irgendwo Hundegebell. War das, ja, ein Hahn, der da am helllichten Tag krähte? Jetzt riss sie die Augen auf. Ein Hahn! Verstört starrte sie Luciente an, die triumphierend strahlte. Wo sind wir? Sie blickte sich langsam um und sah einen Fluss, kleine, unauffällige Gebäude, keine Wolkenkratzer, keine Raumflughäfen, kein Verkehrschaos am Himmel. Bist du sicher, dass wir in die richtige Richtung gereist sind, in die Zukunft? Herzlich willkommen auf Asra Blogged. Ich habe ein Buch gelesen, das muss ich euch unbedingt vorstellen. Das war so spannend und so interessant. Und zwar von Marge Piercy, Frau im Abgrund der Zeit, 1996 auf Deutsch erschienen im Argument Verlag. Conny, die Hauptperson des Romans, versucht in den Slums von New York zu überleben. Ihre natürliche Hilfsbereitschaft wird ihr zum Verhängnis, als sie beim Versuch, ihre Nichte vor deren Zuhälter zu beschützen, verprügelt wird und in der Psychiatrie aufwacht. Was sie dort erlebt, ist grauenhaft. Ein Lichtblick in ihrem Elend sind die virtuellen Besuche von Luciente. Die nimmt sie immer wieder mit in die Zukunft, ins Jahr 2137. Und dort erlebt sie dörfliches Leben. Große Städte haben sich nicht bewährt. Ökologische Selbstversorgung mit Lebensmitteln, Energie und allen Dingen des täglichen Lebens. Sie erlebt eine hohe Wertschätzung für Schönheit in allen Dingen. Und sie erlebt wohlwollende Gemeinschaft und, besonders interessant finde ich, freie Liebesbeziehungen und ein offenes Gender-Konzept. Das Personalpronomen für alle ist konsequent Pair. Mutterschaft ist eine begehrte Aufgabe und betrifft alle. Einmal landet Conny in einer anderen Zukunft, in Konkurrenz, Zerstörung und Krieg. Dort haben wenige übermächtige Konzerne die Weltherrschaft übernommen und alles, wirklich alles, bis hin zu den Menschen und ihren Beziehungen, ist zur Ware geworden. Marge Piercy beschreibt in ihrem Roman Frau am Abgrund der Zeit, wohin sich die Menschheit entwickeln kann. Beide Richtungen werden deutlich. Wobei, entwickeln ist das falsche Wort. Sie macht sehr deutlich, dass wir es in der Hand haben. Dass wir heute entscheiden, wohin das gehen wird. Else Laudan, Programmdirektorin beim Argument Verlag, schrieb in einem Vorwort zu einem anderen Buch von Marge Piercy folgendes. Zitat. Wir glauben, dass intelligente, zornige, ich will die Welt verändern Lektüre gebraucht wird. Auslassung. Gesellschaftliche Fragen als gut erzählte Geschichten, Unterhaltung mit Selbstdenkfaktor. Subversiv, intelligent, undogmatisch. Literatur als Unruhestifter. Bücher, die Zweifel an kulturellen, moralischen, sozialen Selbstverständlichkeiten wecken. Aufrührerische Bücher. Literatur als Widerstand. Bücher gegen Krieg, Faschismus, Diskriminierung, Missbrauch, blinde Ideologie. Ich habe mir immer gewünscht, dass die Science-Fiction-Autoren mal nicht über Raumfahrzeuge und über Kriege berichten und wie schrecklich alles wird, sondern dass sie sich mal mit Ideen beschäftigen, wie das menschliche Zusammenleben verbessert werden kann oder sich positiv entwickeln und wie wir miteinander klarkommen. Stellt euch doch mal vor, die Menschheit hätte so viel Energie, wie sie in die Mondfahrt gesteckt hat und in die Raumfahrt, da reingesteckt, die Träume zu erforschen und weiterzuentwickeln oder auch die Kommunikation. Wir könnten uns vielleicht über weite Strecken mit Telepathie unterhalten und bräuchten kein Handy mehr.